Ich begrüße euch aus der Politikstube. Was ist daran verkehrt, Kindern eine FFP2-Maske aufzusetzen? Klaus Stöhr hat ein super Statement dazu abgegeben. Hört genau hin. Liebe Grüße. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Über ein Abo noch mehr. Liebe Grüße, eure Kathi. Macht's gut! Herr Stöhr, wir haben die Debatte im Bundestag heute gehört. Sie waren ja schon früh dafür, vieles zu lockern. Wie finden Sie das neue Infektionsschutzgesetz? Ja, es kommt sehr spät und bleibt eigentlich hinter dem zurück, was international eigentlich notwendig wäre. Unsere Nachbarländer haben es ja vorgemacht. Also wer jetzt da überrascht ist, dass eine Durchseuchung eintritt, der hat die letzten 2 Jahre im Tiefschlaf verbracht. Und die Situation tritt jetzt ein. Ob das Omikron wäre oder Delta oder wie auch immer dann die nächste Variante heißt, irgendwann wäre es zur Durchseuchung und zur vollständigen Infektion aller gekommen. Jeder kann sich jetzt schützen. Besseren Schutz kriegen wir nicht als jetzt. Mehr Impfstoffe gibt es nicht, besseres Gesundheitssystem gibt es nicht und bessere Medikamente. Und jeder muss jetzt durch die Infektion. Man kann das immer weiter noch nach hinten schieben. Und Deutschland ist ja auf einem Paralleluniversum. Alle anderen haben sich entschieden, das zügig durchzustehen. Mit einem soliden Gesundheitswesen ist ja ganz wichtig. Aber in Deutschland gibt es immer noch Leute, die Kinder die Masken aussetzen wollen. In Brandenburg hat man jetzt entschieden, die Maskenpflicht bei Kindern zu beizubehalten, 3-mal pro Woche zu testen. Man kann ja Geld auch gleich verbrennen. Also es macht keinen Sinn mehr jetzt, wirklich die Infektion dahin zu schieben, weil jeder sich ja infizieren wird. Das ist in Deutschland besonders schwierig natürlich umzusetzen, weil die Angstmache über Monate, Jahre ja auch von einigen Politikern besonders geschürt wurde. Alle FFP2-Masken gibt es ja auch für Kinder in Kindergröße. Was ist daran so verkehrt aus Ihrer Sicht? Nein, wer eine Maske tragen möchte, der soll das gern tun. Das ist völlig fraglos. Aber von staatlicher Seite jetzt Leute zu zwingen, eine Maske zu tragen, man verhindert ja nichts. Es ist so, wenn ich jetzt eine Maske tragen würde und mich jetzt nicht in den nächsten Wochen, sondern in einem halben Jahr infiziere, wird für mich das Erkrankungsrisiko identisch bleiben. Und das ist für die Kinder, für die gesunden Erwachsenen und auch für die Erkrankten genau dasselbe. Man verschiebt das Problem immer weiter nur nach hinten. Es wird immer wieder Infektionen, Erkrankungen und es wird auch Todesfälle geben, ohne Frage. Das ist wie bei anderen Atemwegserkrankungen jetzt. Und jetzt müssen langsam aber eben die Verantwortung, dieses Lebensrisiko Corona dem zu begegnen, muss in die Hände der Menschen zurückgelangen, genauso wie jeder für sich sonst für seine Gesundheit sorgt. Der Staat hat alles getan, Impfstoffe, Medikamente sind da und ein Gesundheitswesen mehr kann er nicht mehr machen.